Hey ho, meine Lieben, die Feuerplatte brennt. Wir machen heute, was ist das? Paket von der Grillshow. Nicht, dass da ein Veggie drin ist. So. Man weiß nie, was einen anspringt. Schauen wir mal rein. Naja, das Grillvideo gibt es dann das nächste Mal. Jetzt schauen wir erstmal, was mir die Grillshow dazu geschickt hat. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Eine Leberkugel? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Was haben die mit mir vor? Boah, da liegt was, da liegt ein Brief. Hallo Grill-Junkie, ich hoffe, ich hatte dir bereits angekündigt, dass ich dir meinen ersten selbstgemachten Weber-Grill zum Restaurieren schicke. Und noch mehr Arbeit. Wir waren so begeistert, wie du für deinen alten Weber ein stabiles Untergestell gebaut hast. Also ein bisschen deutlicher schreiben ins nächste Mal, also sprich sowas hier. Mach was aus meinem Alten. Mach draus, was du willst. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Für Unkosten kommen wir auf. Ja, Johnny. Also das nächste Mal besser schreiben. Oh Mann, Leute. Leute. Was das ist? Neu. Du hast keine Ahnung, was das ist. Oh, hör auf. Ein Sharpshooter. Sehr schön. Wow, Johnnys neuen China Spice Symphonie. Das ist mal geil, die habe ich auch noch nicht. Ja, und ansonsten nochmal einen schönen Grillschuh-Kugelschreiber, danke. Gut, noch einen Grillschuh-Kugelschreiber. Sehr geil. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, ich werde ein Weberkugelbastel-Video wieder mal machen, aber eins für die Grillschuh sozusagen. Gut, ich räume jetzt erstmal den Krusch weg. Dass die jetzt noch ein bisschen warten müssen, bis erst mein Arcade-Automat fertig ist, ist klar. Und abholen müssen sie den dann selber. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Und es ist noch eins vom Pfingstgrillen, beziehungsweise mehrere vom Pfingstgrillen. Da waren wir fleißig. Und danach drehe ich das Video auf der Feuerplatte. Hasta la vista.